Hallo Klingenabendler, heute möchte ich euch das Spiel Dreams vorstellen. Es erschien beim Zoch Verlag, Autor ist der Olivier Grégoire. Es ist ein Spiel für 3 bis 6 Spieler ab 10 Jahre und dauert ca. 30 Minuten. Optisch sieht es schon mal richtig cool aus und es ist auch wirklich, was jetzt den Ablauf aufgeht, ein sehr ungewöhnliches Spiel. Man sieht hier, das Firmament hier liegen. Das ist wie so ein Mauspad, was man hier einfach ausbreitet, soll quasi den Himmel darstellen. Die Punkteskala links und rechts liegt auch schon einmal parat. Und nebendran sehen wir solche Marker, die werden einmalig zusammengeklebt. Die bestehen so aus mehreren Punkten, sodass die Spieler jeder seine Farbe hat, jeder sein Rädchen hat und jeder so 3 Sterne, in dem Fall in unterschiedlichen Größen. Punkte, ich habe es jetzt auch ausgelegt für alle Spieler, dass man das ganze Material sieht. Das heißt, jeder startet quasi auf dem Feld 0, die werden einfach gestapelt und Ziel ist es, 16 Punkte zu erreichen. Schafft das ein Spieler, hat er das Spiel gewonnen. In dem Fall sehen wir auch nebendran die sehr ungewöhnlichen Karten. Das ist ein Riesenstapel, da erinnert man sich gleich an Dixit oder Mysterium. Das heißt, es sind auch solche Traumkarten, sehr besondere, sehr ungewöhnliche Motive. Und es stecken auch sehr viele Illustrationen dahinter. Die sind dann auch auf der Schachtel, auf der Seite abgebildet. Ich habe jetzt einfach 4 zufällige Karten ausgelegt. Es werden nämlich immer 4 platziert. Die Nummer wird daneben gelegt mit 1, 2, 3, 4. Und man sieht hier schon mal das Ei. Das entspricht auch dem Firmament, wo wir hier nebendran liegen haben. Das heißt, diese Abbildung ist quasi die gleiche, wie dann hier liegt. Das heißt, die Umrisse stellen das dann da. Das lege ich auf die Seite und damit kann man quasi auch schon losgehen. Legen nicht ganz, weil in dem Fall haben wir hier Plättchen. Hinter jedem Stapel verbirgt sich eine Zahl. 1er, 2er, 3er oder 4er, die entsprechen auch diesen Karten. Und es gibt ein Plättchen, wo der Mensch darstellt, weil die Zahlenplättchen, das sind die Götter. Diese dreht man natürlich dann um, macht dann jeweils die Stapel. Ein Spieler mischt die, natürlich immer nur stapelweise. Derjenige macht dann die Augen zu, ein anderer mischt sie und irgendwann weiß man somit nicht mehr, welche Zahl darunter liegt. Die Plättchen an sich werden natürlich auch gemischt, weil man will ja auch nicht wissen, wo der menschliche Spieler liegt. Jeder Spieler bekommt jetzt so ein Plättchen zugewiesen und jeder schaut sich's verdeckt an. Das heißt, hier haben wir den Menschen und die anderen sind logischerweise die Götter. Ich lege es jetzt einfach mal offen hin, dass man das so sieht. Das heißt, einer hat das Plättchen mit dem Mensch und die anderen sind die Götter. Die Götter wissen also, um welches Bild es geht, sich dreht. Und es ist nämlich das Bild Nummer 1. Das ist genau dieses Bild hier. Die Götter möchten natürlich dieses Bild mit Hilfe ihrer Sterne nachbilden. Möglichst gut. Und der Mensch, der hat überhaupt keinen Plan, weil der weiß ja gar nicht, um welche Nummer es geht. Es hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wer jetzt am Zug ist. Und nehmen wir an, ein Götterspieler, ich lege das jetzt einfach mal hier ein bisschen auf die Seite, ein Götterspieler ist am Zug, der nimmt sich einen seiner 3 Steine, welcher spielt überhaupt keine Rolle, und platziert einfach mal den ersten Stein hierhin. Dann sagen die anderen Götter, das war gar nicht schlecht. Natürlich hat man die anderen Bilder auch im Blick, aber die anderen Götter denken, okay, der will vielleicht jetzt schon mal nachbilden. Der nächste Gott ist am Zug, nimmt auch einen Stein und platziert ihn hier hin. Und der eine oder andere Gott wird denken, das sind bestimmt die Augen. Und der Menschenspieler, derjenige, der im Prinzip ja die Seele hier noch verkörpert, der hat überhaupt keinen Plan. Und wenn der am Zug ist, dann macht er eins, was ich meistens gerne mache, irgendwo in der Mitte wird schon passen. Jetzt sind die Götter verwirrt, vielleicht war auch jeder am Zug, das heißt, es liegen schon ein paar Steine dann aus und irgendwie weiß man noch gar nicht mehr. Allerdings werden natürlich alle Steine platziert, also jeder Spieler platziert seine 3 Steine auf jeden Fall in die Mitte und dann ist die Entscheidungsrunde. Das heißt, die Karte lege ich jetzt einfach wieder zurück und dann geht es nämlich darum, dass jeder sein Rädchen nimmt und der Menschenspieler, der mit diesem Plättchen, der nimmt natürlich die Scheibe, verdeckt vor sich, die anderen Spieler sollen es nicht sehen und tippt auf die Zahl. Das heißt, er dreht es auf die jeweilige Zahl, wo er davon ausgeht,
das könnte dann passen. Zum Beispiel hier auf die 1 und legst dann einfach verdeckt vor sich ab. Die anderen Spieler, die Götter, die müssen tippen, wer dieser Mensch ist. Und das ist gar nicht so einfach, wenn hier die einzelnen Steine dann drauf sitzen. Das heißt, sie tippen auf die Farbe, die wir hier haben. Zum Beispiel hier in dem Bereich. Und das, wie gesagt, wird von allen Spielern dann durchgeführt und jeder hat im Prinzip dann seine Einstellungen vorgenommen. Was passiert denn? Nämlich die ganzen Scheiben sind ja platziert worden. So, in dem Fall noch meine Farbe einfach ausgewählt und jeder hofft natürlich, den richtigen Treffer zu finden. Weil zuerst kann man auch den Menschen werten, der quasi eine Zahl gelegt hat, ja, zum Beispiel die 1 oder eine andere Zahl oder die 4 hier in dem Fall, weil der Spieler, der Sterbliche, der hält nämlich 3 Götterpunkte, wenn niemand seine Farbe getippt hat. Das heißt, es werden natürlich auch die Farben verglichen. Er bekommt 2 Götterpunkte, wenn er die richtige Bildnummer erraten hat. In dem Fall wäre es ja die 1 gewesen. Und dann wird bei den Göttern geschaut. Die Götter bekommen nämlich 2 Götterpunkte, wenn sie die Farbe des Sterblichen richtig getippt haben. Ja, und sie bekommen 1 Götterpunkt, wenn niemand seine Farbe getippt hat, also wenn niemand auf die eigene Farbe von dem eigenen Spieler getippt hat. Und dann werden die Punkte hier abgefahren. Und so werden die Punkte vergeben, das heißt, einige gehen leer aus, manche bekommen vielleicht sehr viele Punkte, 2 oder 3 Punkte. Das hängt dann natürlich immer davon ab, wie das Spiel hier verläuft. Und da merkt man, das Spiel ist richtig ungewöhnlich und ich würde mal sagen, gerade wenn die Steine hier liegen, dann weiß man teilweise gar nicht mehr, welches Bild es dann ist. Das Spiel hat für und wider und es kommt bei unseren Spielgruppen sehr unterschiedlich an. Man sollte natürlich mindestens zu dritt sein, idealerweise spielt sich zu viert aus meiner Sicht. Zu sechst, da kann man zumindest das Bild, wo angegeben ist, einigermaßen gut nachbauen, wobei das hängt auch wirklich sehr stark vom Bild ab. Also wenn es Tiere sind, ich gehe meistens nach den Augen. Hier haben wir jetzt nochmal ein Bild, wo 2 Augen drauf sind, dann kann man vielleicht hier 2 große, vielleicht liegt da eine hier die Nase drunter. Das sind alles Möglichkeiten, man weiß es allerdings nicht. Manchmal lege ich allerdings auch einen Stein direkt daneben, um die anderen vielleicht zu verwirren. Und es hängt auch davon ab, ob ich das Spiel beginne. Nehme an, ich bin Sterblicher. Es wird ja immer reihum gespielt, immer beginnt ein anderer Spieler. Ich bin Sterblicher und soll den ersten Stein setzen. Dann schaue ich mir natürlich die Bilder an und schaue, wo gibt es eine Übereinstimmung, dass ich meinen Stein schon mal platzieren kann. Ist aber gar nicht so einfach, weil zu lange sollte man natürlich auch nicht auf die Karten gucken. Ich habe mal eine Partie erlebt, wo ich wirklich ja ein Menschspieler war in der Runde und ich wurde wirklich ja fixiert von einem anderen Spieler, der geguckt hat, schaut er sich jetzt alle Bilder an. Da kann man sich leicht verraten, da muss man aufpassen. Also man muss durchaus schnell agieren, abhängig natürlich von der Spielgruppe. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten zu agieren, schnell setzen, in der Mitte setzen, da ist natürlich auch etwas Glück dabei. Die Götter, die versuchen natürlich gut zu platzieren, ist aber auch gar nicht so einfach, den einen Spieler zu finden, der im Prinzip kein Gott ist und man will ja auch Punkte. Selbst will man sich auch nicht verraten oder schlecht legen, damit vielleicht andere Götter denken, der ist derjenige, also ist in dem Fall gar nicht mal so einfach und hier spielt die Reihenfolge natürlich eine große Rolle. Die Idee, das zu platzieren, ist richtig cool. Das ist wirklich ein schönes Spiel, wo ich sage, sowas erlebt man selten. Wo ich allerdings, ähnlich wie bei Dixit oder anderen Spielen, dann ein Problem habe, das sind teilweise natürlich die Illustrationen, die von unterschiedlichen Illustratoren kommen. Und je nach Auslage hat man überhaupt keinen Plan, wie man es legen soll, wenn vielleicht sehr viel abgebildet ist. Bei dem hier ist es jetzt klar, aber bei dem hier, bei so einem Bild, okay, da kann ich vielleicht auf die einzelnen Häuser vielleicht die Steine setzen. Es ist, wie will ich denn das machen? Also es spielt natürlich Glück durchaus eine wichtige Rolle. In dem Fall, oder hier haben wir nochmal ein Spiel, die sind natürlich alles so ungewöhnlich. Ja genau, da haben wir wieder so ein Pferd, das kommt öfters vor. Da kann ich vielleicht die Augen platzieren. Aber vielleicht denkt auch der eine oder andere, was macht denn der jetzt? Oder das Bild ist so ausgefüllt, dass man so viele Punkte hat, dass man gar nicht weiß, wo man platzieren muss. Mit Feuerwerk beispielsweise, mit Vögeln, wo ich schon drauf gehabt habe. Also da wird es dann richtig schwierig. Und deswegen habe ich auch in puncto Spielspaß sehr unterschiedliche Runden erlebt. Manche Partien, da waren die Mitspieler total begeistert. Ich war abgeschlagen ganz weit hinten, ich habe es überhaupt nicht kapiert teilweise, gerade in den ersten Partien, weil ich gar nicht gewusst habe, wie effektiv ich setze und die anderen sind davongezogen.
Und wie gesagt, die Spieler waren begeistert, die fanden es richtig toll und haben gesagt, so ein Spiel, bei so vielen Spielen, sowas gibt es eigentlich gar nicht anders. Ich habe allerdings Partien erlebt auch, wo es wirklich vor sich hingedümpelt ist, wo die Karten sehr ähnlich waren, die Motive sehr ähnlich waren und eigentlich war es egal, wo ich platziere. Also die Illustration, okay, beide sehen ähnlich aus. Ich setze einfach mal einen Stein hier hin. Oder was ich auch schon erlebt habe, es sind einfach zwei Steine quasi nebeneinander hingesetzt werden. Wenn dann noch einer kommt, hat er hier einen hingesetzt. Habe ich auch schon gemacht, um eine Linie vielleicht darzustellen. Ja gut, dann wird es natürlich auch schwer. Und man will natürlich nicht aus der Reihe tanzen, sich als Gott vielleicht verraten oder Punkte abkassiert bekommen. Sondern man will natürlich immer die richtige Rolle perfekt spielen und das ist nicht so einfach. Und genau deswegen schwankt der Spielspaß je nach Runde sehr deutlich auseinander. Und deswegen muss man sich durchaus überlegen, mag man solche Spiele? Mysterium, Dixit, sind es rein von den Illustrationen Vergleiche, die spielen sich aber ganz anders. Mag man aber Spiele, wo man quasi Illustrationen ja auf den Kopf stellt, punktgenau dann festlegt, es funktioniert eigentlich idealerweise nur in einer großen Runde, aber selbst da habe ich es erlebt, dass überall Steine liegen und da hat man überhaupt nichts kapiert, weil der eine hat da gedacht, das ist wichtig für ihn, der eine hat da gedacht und dann beginnt die Raterei und deswegen empfehle ich das Spiel nach wie vor für 4 Personen. Zu dritt funktioniert es auch gut idealerweise, aber zu viert liegt auch eine ausreichende Anzahl von Steinen, nicht zu viel, nicht zu wenig und da hat es durchaus Spaß gemacht, aber ich wiederhole mich, abhängig natürlich von der Spielgruppe. Angegeben ist es ja ab 10 Jahre, das passt auf jeden Fall, es ist kein Kinderspiel, die Illustrationen sind ja auch sehr speziell. Spielzeit 30 Minuten, da liegt man auch gut, manchmal haben wir 40 Minuten gespielt, das hängt wie gesagt davon ab, wie gut oder wie schlecht die Spieler sind, aber wie gesagt, probiert es einfach mal aus, mit der entsprechenden Gruppe macht es richtig viel Spaß. Wenn ihr aber wisst, der eine oder andere hat Probleme mit solchen Illustrationen, mit solchen Bildern, mit solchen Steinen, die man legen muss, dann lasst lieber mal die Finger weg. Also deswegen schwankender Spielspaß, es liegt an euch, probiert es gegebenenfalls einfach mal aus. Das war's von meiner Seite, bis denn, ciao.